Der vierte Koalitionskrieg verlief verheerend für Preußen. Preußen verlor nicht nur die wichtige Doppelschlacht bei Jena und Auerstedt am 14. Oktober 1806, sondern auch etwas mehr als die Hälfte des Territoriums und der Einwohner durch den Frieden von Tilsit, der das Ende des vierten Koalitionskrieges markiert. Diese Misserfolge stärkten all jene in Preußen, die tiefgreifende Reformen durchführen wollten, und in der Tat kam es zwischen 1807 und 1815 zu zahlreichen Reformen, die unter dem Oberbegriff preußische Reformen zusammengefasst werden. Und genau um diese preußischen Reformen soll es in diesem Video gehen. Wir wollen uns mal die wesentlichen dieser preußischen Reformen in diesem Video anschauen. Dazu will ich zunächst einmal auf den historischen Hintergrund noch mal kurz eingehen. Ich habe ihn ja jetzt im Grunde in dieser Einleitung skizziert. Ich möchte ihn aber noch mal mit ein paar mehr Worten ausführen. Und dann wollen wir uns also diese wesentlichen Reformen einmal anschauen. Ganz vorneweg aber möchte ich die Quellenangaben zur Titelfolie nicht vorenthalten. Die seht ihr hier eingeblendet, also woher diese Karte stammt, beziehungsweise der Ausschnitt. Ich habe die Karte ein bisschen zusammengeschnitten. Und dann erfahrt ihr auch, woher diese beiden Gemälde stammen. Zum einen sehen wir ja hier oben Heinrich Friedrich Karl Reichsfreiherr vom und zum Stein, der oft auch einfach nur kurz Freiherr vom Stein genannt wird. Und dann sehen wir hier noch Karl August Fürst von Hardenberg. Und diese beiden Persönlichkeiten waren bedeutende Personen im Hinblick auf die preußischen Reformen. Aber es gibt noch viele weitere Personen, die als Reformer in Erscheinung getreten sind in Preußen zwischen 1807 und 1815. Damit können wir zum historischen Rahmen übergehen und den möchte ich damit beginnen, dass ich nochmal auf die Doppelschlacht von Jena und Auerstedt zu sprechen komme. Diese fand am 14. Oktober 1806 statt und man findet in der Literatur auch gerne mal die Bezeichnung Schlacht von Jena und Auerstedt, aber meines Erachtens ist diese Bezeichnung etwas irreführend, denn es waren zwei verschiedene Schlachten. Also die Kämpfer in Jena, die wussten nicht, dass zeitgleich eine Schlacht in Auerstedt stattgefunden hat und andersherum war es genauso. Und deswegen würde ich sagen, es sind eher Schlachten von Jena und Auerstedt oder eben die Doppelschlacht von Jena und Auerstedt und nicht einfach nur die Schlacht von Jena und Auerstedt. Das könnte ein bisschen verwirrend sein. Wie dem aber auch sei, mit der Bezeichnung insgesamt mussten die Preußen in beiden Schlachten schwere Niederlagen hinnehmen. Insgesamt kämpften 102.000 Soldaten etwa auf preußischer Seite in beiden Schlachten und davon wurden ca. 33.000 getötet, verwundet bzw. gefangen genommen. Und das war eine verheerende Niederlage für die Preußen gewesen. Und die Preußen schlugen sich im gesamten vierten Koalitionskrieg nicht gut. Es kam dann zum Friedensschluss in Tilsit. Am 9. Juli 1807 fand dieser Friedensschluss zwischen Preußen und Frankreich statt. Es gab zwei Tage vorher schon ein französisch-russisches Abkommen, aber am 9. Juli kam es also zum Friedensschluss zwischen Preußen und Frankreich. Und für die Preußen war dieser Friedensschluss auch katastrophal gewesen. Zum einen verlor Preußen etwa die Hälfte des Territoriums und man sieht das hier auf dieser Karte auch ganz gut. Das orangene Gebiet ist das Gebiet, das Preußen behalten hat und die blau eingefärbten Gebiete sind die Gebiete, die Preußen vor dem Friedensschluss von Tilsit besessen hat und die dann verloren gegangen sind. Und es ist nicht ganz das Gebiet Preußens hier zu sehen. Es gab ja noch im Westen Besitzungen, die auch verloren gegangen sind. Aber wir sehen hier die wesentlichen Gebiete, die Preußen im Zuge dieses Friedens von Tilsit verloren hat. Wie gesagt, etwa die Hälfte des Territoriums ging verloren und auch die Bevölkerungszahl ging von 9,75 Millionen auf etwa 4,5 Millionen zurück. Also man hat auch etwas mehr als die Hälfte der Bevölkerung verloren. Es gab noch weitere Bestimmungen, zum Beispiel, dass das preußische Heer reduziert werden musste von 235.000 Mann auf 42.000 Mann. Preußen musste der Kontinentalsperre beitreten und die Preußen mussten auch noch Kriegsentschädigungsgelder zahlen, sogenannte Kriegskontributionen in Höhe von 120 Millionen Francs, wobei anzumerken ist, dass dieser Betrag erst später im Laufe des Jahres 1808 festgelegt worden ist. Dieser gesamte vierte Koalitionskrieg lief also für die Preußen alles andere als gut und das führte dazu, dass die Reformer in Preußen Oberwasser gewonnen haben. Es gab schon vor dem vierten Koalitionskrieg Stimmen und Vertreter, die gesagt haben, also in Preußen, dass Reformen notwendig seien und durchgeführt werden müssten, aber es tat sich Anfang des 19. Jahrhunderts nicht so viel in Preußen. Und diese schweren Niederlagen und dieser doch katastrophale Friedensschluss für die Preußen, der führte dann dazu, dass letztlich die Reformer Oberwasser gewonnen haben und tatsächlich tiefergehende und tiefgreifende Reformen umsetzen konnten.
Es gab 1807 bereits die Rigaer Denkschrift, in denen einzelne Forderungen formuliert worden sind. Und 1807 ist auch das Jahr, mit dem diese preußischen Reformen begonnen haben. Und eine wichtige Person ganz am Anfang dieser Reformen ist der eben bereits gezeigte und erwähnte Freiherr vom Stein, der im September 1807 die preußische Regierungsspitze eingenommen hat, beziehungsweise in die preußische Regierungsspitze eingesetzt worden ist. Und der dann zumindest für etwas mehr als ein Jahr Reformen andenken und umsetzen konnte. Im November 1808 war es dann so, dass der Freiherr vom Stein aus der preußischen Regierung entlassen worden ist, und zwar auf Betreiben von Napoleon selbst. Denn Napoleon sah im Freiherr vom Stein eine Gefahr für sich selbst und deswegen wollte er in Preußen ihn nicht mehr in der Regierung haben. Schauen wir uns jetzt mal die wichtigsten preußischen Reformen an und beginnen wir mal mit der Agrarreform und der Bauernbefreiung. Bereits vor dem Oktoberedikt des Jahres 1807 gab es eine erste Bauernbefreiung in Preußen, und zwar wurden die Bauern, die auf königlichen Besitztümern arbeiteten, von der Erbuntertänigkeit befreit. Das war am Ende des 18. Jahrhunderts der Fall. Aber es war eben so, dass die Adligen nicht bereit waren, eine ähnliche Reform auf ihren Besitztümern durchzuführen. Das heißt, die Bauern, die für Adlige gearbeitet haben, die waren weiterhin erbuntertänig. Was heißt das eigentlich, Erbuntertänigkeit? Erbuntertänigkeit bedeutete, dass die Bauern Arbeitspflicht hatten. Sie mussten also Dienste verrichten auf dem Feld, sie mussten als Bauern arbeiten und sie mussten Frondienste leisten. Dafür gab es im Gegenzug gewisse Vorsorgeleistungen des Gutsherrn, zum Beispiel wenn man krankheitsgeplagt war oder eben dann im Alter. Diese Vorsorge gab es von Seiten der Gutsherren. Das Oktoberedikt wurde dann am 9. Oktober 1807 erlassen und dieses Oktoberedikt hob dann die Erbuntertänigkeit endgültig auf, das heißt, die Bauern, die auch auf adligen Besitztümern gearbeitet haben, die waren von der Erbuntertänigkeit befreit. Das war für die Bauern natürlich etwas Positives, auch wenn diese Vorsorgeleistungen weggefallen sind. Denn jetzt war der Gutsherr natürlich nicht mehr verpflichtet, irgendwelche Vorkehrungen im Krankheitsfall oder für den Krankheitsfall und für das Alter des Bauern zu treffen. Die Bauern hatten daraufhin auch das Recht auf freien Eigentumserwerb und es gab auch die freie Berufswahl, die festgelegt worden ist. Und diese freie Berufswahl, die hat jetzt nicht nur eine Bedeutung für die Bauern, sondern auch zum Beispiel für die Adligen, denn es gab zahlreiche Berufe, die Adlige nicht ausführen durften, weil es nicht ihres Standes angemessen war. Und durch dieses Oktoberedikt war es nun also für Adlige möglich, auch bürgerliche Berufe auszuüben. Und dann gibt es noch einen weiteren wichtigen Punkt im Oktoberedikt, nämlich die Freiheit der Eheschließung. Das betrifft dann wieder die Bauern, denn bis dato mussten die Bauern beim Gutsherren die Zustimmung holen, dass sie eine Partnerin heiraten durften. Wurde diese Zustimmung verweigert, konnte auch keine Hochzeit stattfinden und jetzt ist es also so, dass der Bauer eben frei in seiner Entscheidung ist, wen er heiraten möchte. Und das führte dann in der Folgezeit dazu, dass es mehr Eheschließungen und mehr Kinder in Preußen gab. Am 14. September 1811 wurde die Agrarreform fortgesetzt. Es gab ein Regulierungsedikt, für das Christian Friedrich Scharnweber im Wesentlichen verantwortlich war. Und dieses Regulierungsedikt sieht so aus, dass die Bauern automatisch zu Besitzern ihres Feldes geworden sind. Sie mussten allerdings eine Entschädigungszahlung an den ehemaligen Eigentümer, also an den ehemaligen Gutsherren ihres Feldes leisten. Das Problem bei dieser Entschädigungszahlung war, dass die Bauern in der Regel ja nicht wirklich reich waren. Und demzufolge dürften auch nur die wenigsten Bauern genug Geldmittel gehabt haben, um diese Entschädigungsleistung zu erbringen, zumindest in Form von Geld zu erbringen. Deswegen war es üblich, dass die Bauern etwa ein Drittel bzw. die Hälfte ihres Landes abgetreten haben als Entschädigungszahlung an den Gutsherren. Es gab aber auch Bauern, die sich dann eben verschuldet haben, um diese Entschädigungszahlung leisten zu können. Letztendlich führte das dazu, dass die reichen Gutsherren durch diese Entschädigungszahlungen bzw. durch das Abtreten von Feldstücken noch reicher geworden sind. Denn weil die meisten Bauern ja nicht gerade reich waren, hatten die Gutsherren also weiterhin sehr viele Felder, die ihnen gehört haben. Die endgültige Bauernbefreiung in Preußen fand dann allerdings erst im Jahre 1850 statt, denn es gab noch einzelne Punkte, die noch nicht umgesetzt worden sind, die noch ausstanden. Und das dauerte dann bis ins Jahr 1850, bis dann letztendlich wirklich die Bauernbefreiung gänzlich stattgefunden hat.
Eine zweite wichtige Reform ist die Heeresreform, die bereits 1807 begonnen hat, auch wenn hier das erste Jahr, das man sieht, 1814 ist. Aber seit 1807 gab es also eine Reform des Heeres und die war ja nach dem Vierten Koalitionskrieg auch nötig gewesen, denn wie gesagt, diese Doppelschlacht ging verloren und das preußische Heer war nicht konkurrenzfähig zum französischen Heer. 1814 wurde die allgemeine Wehrpflicht eingeführt. Dadurch änderte sich auch der Charakter des preußischen Heeres. Vorher war es ein Söldnerheer und jetzt wurde es ein Volksheer. Und die Erwartungen derjenigen, die die Reform vorangetrieben haben, war, dass durch das Volksheer der Patriotismus eben Einzug hält im preußischen Heer und damit auch der Kampfgeist gestärkt wird und damit also die Truppen besser werden, als sie es zuvor eben als Söldnerheer waren. 1815 gibt es dann auch eine neue Landwehrverordnung, die veröffentlicht worden ist und die sah wie folgt aus. Bürgerliche durften nun Offiziere werden. Das war vorher nicht möglich. Vorher waren alle Offiziere im preußischen Heer Adlige gewesen und mit dieser neuen Landwehrverordnung änderte sich das. Nun konnten also auch Bürgerliche in den Rang des Offiziers aufsteigen. Und insgesamt wurde auch die Ausbildung im Militär verbessert, das heißt, die Soldaten wurden besser ausgebildet und sollten dadurch schlagkräftiger und besser im Krieg zurechtkommen. Die nächste Reform, die wir uns anschauen wollen, ist die Städtereform. 1808 ist da das zentrale Jahr. Es war so, dass der Freiherr vom Stein generell gegen eine zentrale Bürokratie war und deswegen also darauf plädiert hatte, die Verwaltung auch ein bisschen zu dezentralisieren. Die Städtereform an sich wurde dann allerdings hauptsächlich von Johann Gottfried Frey umgesetzt bzw. entwickelt und 1808 gab es also wie gesagt diesen wichtigen Beschluss und zwar ist das der Beschluss der kommunalen Selbstverwaltung. Es sollten also die Bürger in den Städten selbst über ihre Belange entscheiden können und dazu wurde Folgendes veranschlagt. Es sollte in jeder Stadt eine Wahl stattfinden und zwar sollten 24 bis 102 Stadtverordneten aus dem Bürgertum gewählt werden. Diese 24 bis 102 liegt daran, dass es ja unterschiedlich große Städte gab. Also Berlin zum Beispiel hatte 102 Stadtverordnete, aber kleinere Städte hatten dann eben weniger Stadtverordnete. Und diese Ämter wurden an das Bürgertum verliehen. Es waren unentgeltliche Ämter, also Ehrenämter. Man verdiente nichts dabei, deswegen konnten diese Ämter auch nur Leute ausführen, die auch ein bisschen Geld auf der hohen Kante hatten, die sich also mal erlauben konnten, nicht immer nur zu arbeiten und Geld zu verdienen. Und man wurde auf 3 Jahre gewählt. Und damit wurde also die kommunale Selbstverwaltung in den Städten beschlossen. Und wo wir schon mal bei dem Begriff der Verwaltung sind, es gab auch eine Verwaltungsreform. Und zwar auch in dem Jahre 1808. Und zwar wurden 5 Ministerien gebildet. Es war so, dass es schon vor dem Jahre 1808 Minister gab. Es gab diverse Ministerien, die entwickelt worden sind, beziehungsweise es gab eben diverse Minister. Allerdings arbeiteten sie neben einem königlichen Kabinett. Es gab also auch noch von König ausgewählte Personen, die das Kabinett gebildet haben. Und das waren eben nicht die Minister und demzufolge waren die Minister nicht so wortgewaltig in ihrer Bedeutung. Also es gab zwar Minister, aber eigentlich hatte der König ja eigene Berater gehabt, das königliche Kabinett. Und deswegen war die Stellung der Minister nicht gerade allzu hoch gewesen. Es gab zudem auch keine einheitliche Verwaltung in Preußen. Das war auch ein Problem gewesen. 1808, wie gesagt, wurden dann 5 Ministerien gebildet. Und zwar gab es das Außenministerium, modern gesprochen. Es gab das Finanzministerium, das Innenministerium, Justizministerium und das Kriegsministerium. Diese 5 Minister wurden also, beziehungsweise diese 5 Ministerien wurden gebildet und sie unterstanden direkt dem König und die königlichen Kabinette wurden gänzlich abgeschafft. Das führte dazu, dass also die Ministerien an Bedeutung gewonnen haben und der König konnte auch nur durch diese Ministerien regieren. Also eine Absprache zwischen König und Minister war eben wichtig. Dadurch wurde also die Stellung des Ministers deutlich aufgewertet und ab 1810 gab es dann den Staatskanzler, der im Grunde unter anderem die Funktion eines Regulators hatte, und zwar regulierte er den Zugang der Minister zum König. Er verwaltete in gewisser Weise also den Zugang der Minister zum König. Zugleich wurde das gesamte preußische Staatsgebiet in Regierungsbezirke eingeteilt, damit die Verwaltung eben leichter von der Hand ging. Es, wie gesagt, gab ja bis dato keine einheitliche Verwaltung und dieser Punkt wurde in Angriff genommen. Ebenfalls uneinheitlich war das Schulsystem in Preußen gewesen
Und das änderte sich dann mit der Bildungsreform, die vor allen Dingen mit dem Namen Wilhelm von Humboldt in Beziehung steht. Ab 1809 gab es da diverse Reformen und unter anderem gab es eine Reform des Schulsystems. Es wurde nämlich das dreigliedrige Schulsystem eingeführt. Dieses dreigliedrige Schulsystem bestand aus erstens der Volksschule, zweitens dem Gymnasium oder alternativ der Realschule und drittens der Universität. Vorher waren die Schulen meist in kirchlicher Hand, in privater Hand oder in städtischer Hand gewesen und jetzt wird eben das Schulsystem staatlich geregelt. Es gab auch eine Vereinheitlichung der Lehrerausbildung, dass man eben im Grunde überall gleich gut ausgebildete Lehrer hatte und an den Universitäten wurde die freie Forschung gefördert und im Zuge dieser Bildungsreform kam es dann 1810 auch zur Gründung der Berliner Universität. Als nächstes gibt es etwas, was man Wirtschaftsreform nennen könnte, beziehungsweise nennen kann. 1810 wurde nämlich die Gewerbefreiheit eingeführt. Und zwar bedeutet das das Folgende: Um jetzt einen Betrieb zu eröffnen, war nur noch ein Gewerbeschein in den meisten Branchen nötig. Also Apotheken waren zum Beispiel davon ausgenommen. Also es konnte nicht jeder einfach eine Apotheke eröffnen, da brauchte man noch eine gewisse Ausbildung zu. Auch konnte nicht jeder Arzt werden. Aber wenn jemand einen Handwerksbetrieb eröffnen wollte, oder eine Bäckerei oder dergleichen, dann genügte einfach nur noch der Gewerbeschein und damit verloren dann die Gilden und die Handwerksvereinigungen eben stark an Bedeutung, die ja vorher quasi kontrolliert haben, wer eigentlich ein Gewerbe aufmacht, wer eigentlich in der Branche tätig ist. Diese Bedeutung verloren sie also gänzlich. Es genügte, wie gesagt, nur noch der Gewerbeschein. Und der Staat hörte damit auf, die Ausbreitung der Gewerbe zu kontrollieren. Jeder konnte jetzt also sein Gewerbe eröffnen, wo und wann er wollte. Und das sollte die Wirtschaft in gewisser Weise auch ankurbeln. Dieser Wirtschaftsreform liegt im Grunde ein wirtschaftsliberaler Grundgedanke zugrunde, denn man wollte eben die Wirtschaft von staatlicher Seite in Ruhe lassen und sie eben sich selbst entwickeln lassen. Und deshalb hörte der Staat auf, die Ausbreitung der Gewerbe zu kontrollieren. Als nächstes will ich auf die Steuerreform eingehen, die ab 1810 betrieben worden ist. Und die wesentlichen Ziele waren im Grunde dreierlei, die wir hier sehen können. Zum einen sollte das Steuersystem vereinheitlicht werden. Dazu zählt im Grunde auch der zweite Punkt, der hier gesondert steht. Hauptsteuern sollten eingeführt werden und die vielen Einzelsteuern ersetzen. Es sollten also Einzelsteuern im Grunde gruppiert werden zu Hauptsteuern. Und dann sollte auch die steuerliche Gleichbehandlung aller Bürger umgesetzt werden. Und dieser Punkt war umstritten, denn das betraf gerade die Adelsprivilegien, denn der Adel hatte ja gewisse Vorrechte, was die Besteuerung betraf. Und demzufolge wurde gerade dieser letzte Punkt nicht gänzlich umgesetzt. Es wurde zwar eine Einkommensteuer eingeführt, auch eine Gewerbesteuer und eine Vermögensteuer, auch Steuern auf diverse Lebensgüter, Lebensmittel, aber Adlige waren zum Beispiel weiterhin von der Grundsteuer befreit. Eine Steuer, die ja einiges eingebracht hätte, hätte man sie auf die Adligen auch ausgeweitet. Also die Adligen konnten ein paar Vorrechte sich noch retten bzw. sichern. Also die steuerliche Gleichbehandlung aller Bürger wurde letztendlich nicht erreicht, auch wenn es Schritte dahin gab. 1818 gab es im Hinblick auf die Steuerreform noch eine wichtige Sache, nämlich den Wegfall der Binnenzölle. Und das führte später einmal zur Ausbildung bzw. die Grundlage für den deutschen Zollverein. Und ein achter und letzter Punkt soll in diesem Video besprochen werden, und zwar ist das das sogenannte Emanzipationsedikt des Jahres 1812. In jenem Jahr wurde nämlich versucht, beziehungsweise in jenem Jahr wurden Juden in vielen, aber längst nicht in allen Punkten gleichgestellt. Was konnten denn Juden jetzt 1812 durch das Emanzipationsedikt, was sie vorher nicht konnten? Sie konnten Grundbesitz erwerben. Sie hatten die Möglichkeit, in die Ämterlaufbahn einzuschlagen, allerdings mit Abstrichen, wie ich gleich erwähnen werde und erklären werde. Und Juden konnten ihre Religion frei ausüben. Das sind so wesentliche Elemente des Emanzipationsediktes. Aber wie gesagt, in vielen, aber nicht in allen Punkten waren Juden mit den Bürgern gleichgestellt. Zum Beispiel gab es für die Juden keine Möglichkeit, Offiziere zu werden, obwohl es die Wehrpflicht auch für die Juden gab. Und es war, wie ich gesagt habe, auch nicht möglich, dass Juden alle Ämter annehmen konnten bzw. alle Ämter bekleiden konnten. Zum Beispiel durften Juden keine Ämter in der Justiz und der Verwaltung haben. Und damit kann man sagen, ist das Emanzipationsedikt zwar ein Schritt hin, die Juden zu gleichberechtigten Bürgern zu machen,
aber es ist eben noch nicht der letzte Schritt im Grunde gewesen, um Juden wirklich zu in allen Punkten gleichberechtigt zu machen. Und dazu kam es dann in Preußen auch nicht. 1841 gab es dann wieder restriktivere Regelungen gegenüber Juden. Damit sind wir jetzt am Ende von diesem Video angelangt. Diese 8 Punkte sind die wichtigsten Punkte im Hinblick auf die preußischen Reformen. Zu guter Letzt noch ein kleiner Hinweis, was die Videobeschreibung betrifft. Dort findet ihr nämlich ein paar Links angegeben zu Videos aus dem Bereich von der Herrschaft Napoleons bis hin zur Einigung der deutschen Gebiete zum Deutschen Kaiserreich. Und wer das ein oder andere sehen möchte, der kann mal unten in die Videobeschreibung schauen. Und somit setze ich jetzt am Ende von diesem Video einen Punkt.